Es sprießt und schießt. Wir haben einen Haufen Kräuter im Garten. Was tun wir damit? Ich mache Kräuterbutter. Und zwar schlage ich den Butter recht schaumig auf und würze und gebe verschiedene Kräuter dazu. Dann streiche ich es in so einen Eiswürfelbehälter ein, gebe ihnen verschiedene Formen und somit weiß ich, für was das was ist. Da habe ich nämlich Mediterrane-Kräuter vor allem hergenommen. Das ist mehr zitronig und da habe ich die Bärlauchpaste dazu gemischt für den Fisch. Die Kräuter für den täglichen Gebrauch wicke ich in einen Bienenwachstuch ein. Ich arbeite richtig gern damit, weil man braucht es nicht wegschmeißen, man wischt es ab und verwendet sie unzählige Mal wieder. Man kann es eingefrieren und alles Mögliche. Sie sind so schön bunt und machen gute Laune.